Leute, das ist ein Weihnachtshaus. Man kann einen Kaktus schmücken. Wir machen einen riesen Adventskalender. Boah, das sind richtig viele Regale. Wir kriegen auch einfach nur viele Geschenke. Das ist jetzt mein Adventskalender. Wow. Hey Leute, was geht? Katja hier bei Spielmaps & Games. Und Leute, dadurch, dass wir ja immer noch kein... so wirklich ein Weihnachtsupdate bekommen haben. Also doch, wir können es bekommen, aber ich meine, das ist halt... vielleicht haben wir noch Geschenke bekommen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, was das Video rauskommt bis jetzt. Haben wir noch keine Weihnachtsgeschenke? Aber Weihnachtsfeeling haben wir tatsächlich auch. Also ich meine, du, ich bin jetzt gerade in Tokaburka und ich habe jetzt gerade Schnee hier überall. Weihnachtsfeeling habe ich schon, aber das neue Haus ist noch nicht da. Deswegen, Leute, ich dachte, das ist eine sehr gute Idee, jetzt ein paar Einrichtungsgegenstände mit euch mal rumzugehen. Aber nicht genau Gegenstände, sondern halt so Ideen, die man auf jeden Fall, mit denen man auf jeden Fall ein schönes Haus bauen kann. Ich baue das alles tatsächlich in einem kleinen Haus, weil ich meine, das kleine Haus ist perfekt. Ich habe heute für euch ein paar sehr schöne Sachen, die ich auf jeden Fall machen möchte. Und viele davon sind tatsächlich weihnachtlich. Also, ich habe diese wunderschönen Lifehacks alle im Internet gesehen. Ich mache es erstmal schön weihnachtlich. Ich weiß tatsächlich nicht, wie. Hm. Vielleicht, ich glaube, ich mache einen weißen Boden. Es ist nicht unbedingt weihnachtlich. Doch. Es könnte weihnachtlich sein. Ich mache es schön rot, vielleicht aber so hell. Oh ja. Sieht eigentlich ganz gut aus, Leute. Und zwar, bei den Aufbewahrungen haben wir ja unsere so schöne Schubladen, ne? Das sind quasi so Wandregale, wo man halt irgendwas reinpacken kann. Und die kann man richtig gut benutzen für so Fensterbank. Also man kann so tun, als ob das Fensterbank ist. Und das fand ich eigentlich eine sehr. Ich liebe diese Idee so sehr. Und zwar kann man das auch noch schön zumachen mit den ganzen Vorhängen. Also nicht ganz zumachen, aber so, dass man nicht unbedingt sieht, was es ist, ne? Also guck mal, jetzt sieht man so, das ist wirklich halt... okay, ich weiß, das sieht gerade noch nicht danach aus, aber ich muss Pflanzen da reinstecken. Und zwar habe ich dieses, also ich habe diesen Hack schon mal gezeigt, aber ich habe es nicht gezeigt, so wie ich das jetzt gleich zeigen werde. Und zwar ein bisschen weihnachtlich mit ein paar wunderschönen Pflanzen. Also eigentlich egal, welchen Pflanzen. In Tokaburka haben wir Weihnachtssachen, sehr viele Weihnachtssachen und vor allem auch Weihnachtskerzen. Deswegen würde ich auch sehr gerne die benutzen. Also diese ganz roten, ganz großen roten Kerzen, die ich jetzt einfach nur, ich werde so drei hinstellen. Und davor kommen jetzt die Pflänzchen rein. Leute, guckt euch das mal an. Ich mach die Kerzen an. Ich mache das schön mit einer Gardine ein bisschen zu, damit es nicht so auffällt. Und Leute, meiner Meinung nach, es sieht jetzt gerade vielleicht nicht unbedingt ganz weihnachtlich, aber doch schon. Wenn ihr so bedenkt, das ist halt Weihnachten. Wisst ihr, was noch dazu richtig gut kommen könnte? Und zwar, Leute, wir haben ja diese wunderschönen Häkchen, die so halt quasi hier so rumhängen. Man kann auf diese Häkchen einfach nur noch mehr anderes Zeug hinbauen. Und zwar zum Beispiel auch so eine Lichter, so ein bisschen so ein Leuchtending. Wisst ihr, was noch am besten, ich glaube, was am besten dazu noch passen würde, ist, glaube ich, dieser Stern von den, ja, Leute, das hier. Das ist doch weihnachtlich, oder? Also, ich persönlich finde, so Sterne so von dem, am Fenster, ist halt das Weihnachtliche, was man machen kann in Tokaburka, wirklich. Leute, das ist ein Weihnachtshaus. Vielleicht, falls wir auf jeden Fall ein Bildbattle machen, mit entweder Claudia oder René, ein Weihnachtsbildbattle, dann... ich weiß schon, was ich bauen werde. Ich hoffe, die Jungs gucken nicht meine Lifehacks-Video und vor allem nicht meine Einrichtungs-Weihnachtsvideos. Das ist auch eine gute Sache, wenn die das nicht angucken, weil dann kann ich richtig gewinnen. Aber Leute, was auch noch richtig schön ist, was ich auf jeden Fall noch gesehen habe, um das Ganze wunderschön noch schöner zu dekorieren, packe ich hier einfach nur überall komische so Häkchen rein, ne? Also das sieht jetzt bis jetzt ein bisschen komisch, aber trust the process, my dears. Trust the process. Das werde ich tatsächlich halt auch auf der anderen Seite machen. Da wird es, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Aber ich habe trotzdem Bock. Ungefähr so sieht es bei mir aus. Das sieht jetzt nicht perfekt aus, aber Leute, bei solchen ganzen Party-Sachen haben wir auch noch sehr viele Weihnachtssachen, ne? Und natürlich auch so Deko, was wir jetzt hier einfach, wir werden es einfach hier rein tun. Wir werden einfach nur das ganze Deko hier einfach auf diese wunderschönen Häkchen reinpacken. Schön alles in Rot.
Und zwar jetzt, so sieht es aus. Wow. Natürlich, wisst ihr, was noch am besten noch dahin passen würde? Natürlich mehr Pflanzen. Bei so Weihnachten, so dieses Grünzeug muss halt auch einfach nur wirklich auch sein. Weil so das Grüne ist halt auch so typisch Weihnachten. Was meint ihr, Leute? Doch. Ich find's eigentlich ganz, ganz schön. Bis jetzt, ich bin noch nicht fertig, ne? Vielleicht habt ihr auch nur so ein kleines Haus. Und falls ihr nicht so viel Bock oder sehr viel Platz habt für einen Weihnachtsbaum, es gibt einen Kaktus. Was hat das jetzt mit Weihnachten zu tun, sagt ihr? Man kann den schmücken. Man kann einen Kaktus schmücken. Wirklich, das meine ich jetzt gerade ernst. Man kann einen Kaktus schmücken. Ich weiß jetzt nicht, sehr wahrscheinlich wurde es extra so gemacht, dass man jetzt einfach nur schmücken kann. Aber ich find's richtig wild, wirklich, weil ich das überhaupt nicht wusste, dass man jetzt noch diesen wunderschönen Baum noch schmücken kann. Warum kann man den Baum einfach schmücken? Leute, es ist einfach ein Weihnachtskaktus. Es ist einfach ein Weihnachtskaktus, Leute. Ich finde es einfach so süß. Ich finde es so süß. Auf jeden Fall könnt ihr das auf jeden Fall sehr, sehr gerne nachmachen. Und in die Mitte kommt noch ein Weihnachtstisch. Vielleicht so ein kleiner? Wir machen einen größeren. Die größere sieht aber schöner aus, ne? In den anderen Update, in dem unserem lokalen Shop-Update, haben wir ja so eine schöne so Unterstellteller gegeben. Eigentlich für Torten oder Cupcakes oder noch irgendwas. Und hier können wir quasi ja was da drunter packen. Macht natürlich Sinn, ne? Aber wir packen da rein wieder Kerzen, aber so Adventskranz-mäßig, weil es gibt auch so bei den ganzen Kerzen, bei den ganzen Weihnachtskerzen, gibt es immer so Adventskranz-mäßige Kerzen. Wir müssen ganz kurze Post, Leute, weil bei der Post gibt es sehr, sehr tolle Weihnachtssachen, die wir jetzt auf jeden Fall alle mitnehmen werden. Weihnachtssachen, wo seid ihr? Da ist die Kerze, da ist die wunderschöne Kerze, Leute. Dann nehme ich einfach nur diese wunderschönen Sachen noch mit. Vielleicht doch mal hier irgendwas, sowas. Ja, einfach mitnehmen, weil ich meine, Deko muss man unbedingt überall haben. Und zwar, ich packe diese wunderschöne Kerze. Ich versuche es mit sich zu packen. Okay, ist ein bisschen schwierig. Aber, okay, vielleicht zumachen werde ich das nicht. Aber das sieht doch trotzdem auf diesem Teller richtig, richtig schön aus. Deswegen, ich finde es eigentlich mega, mega cool. Und ich habe für euch noch ein Lifehack, was auf jeden Fall vielleicht nicht unbedingt mit so einem Weihnachten zu tun hat, aber wenn wir können es schon weihnachtlich gestalten, weil ich meine, warum auch nicht. Und zwar ist es meistens immer nur so für ein Zimmer oder so, für so ein Schlafzimmer oder so ein Mädchenzimmer. Ich nehme einfach nur einen Spiegel. Und wisst ihr, was ich noch nehme? Natürlich, extra Sachen zum dran kleben, und zwar diese wunderschönen Häkchen, die ich komischerweise, warum auch immer, wusste ich wirklich gar nicht. Ich kann die einfach nur auf den Spiegel reinpacken, warum auch immer. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, aber sieht ganz gut aus, weil damit kann ich sehr toll andere Sachen tun. Und zwar, ich nehme jetzt zum Beispiel einfach nur eine Kamera. Okay, das ist eine normale Kamera. Leider, da kommt nichts raus. Hier auf jeden Fall kommt irgendwas raus. Hier kann ich auf jeden Fall irgendwelche tolle Sachen reinpacken. Ich gucke aber, ob es irgendwelche tolle Sachen sind, die ich auf jeden Fall schön benutzen kann. Wisst ihr, was ich noch benutzen kann damit? Diese wunderschöne Tafel, die überhaupt nirgendwo reinpasst, gerade bei mir. Ach, da passt sie rein, aber sieht auf jeden Fall nicht wirklich gut aus. Weil bei dieser Tafel kann ich noch ein paar Sachen mitnehmen. Und zwar vielleicht diese kleine Geister. Vielleicht sieht es schön aus, vielleicht sieht es mir niedlich aus. Ich persönlich finde es tatsächlich auch niedlich, einigermaßen. Leute, also ich weiß, es sieht ein bisschen komisch aus, aber wenn man das zum Beispiel so total voll mit diesen Bildern hat, dann sieht es eigentlich ganz cool aus. Also ich mag das eigentlich, und vor allem, wenn man zum Beispiel so extra weihnachtliche Bilder aufnimmt, vielleicht auch so geht ihr extra zu so einem Laden, wo ihr die Weihnachtsbilder machen könnt, dann wäre es ja richtig cool. Auf jeden Fall, und ich persönlich sieht es schön aus. Sieht ganz nice aus. Leute, Weihnachtsdeko muss immer sein, Leute. Und ich glaube, ich muss jetzt einfach nur ein bisschen rausgehen, weil ich habe was richtig, richtig, richtig Cooles gesehen. Aber das Ding ist, das geht wahrscheinlich nur in der Luxusvilla, weil es da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Und das Ding ist, ich muss, glaube ich, auf die nächste Etage gehen, weil da habe ich noch mehr Platz. Leute, wir machen einen Adventskalender. Nicht nur so einen einfachen Adventskalender. Wir machen einen riesen Adventskalender, so wie es, glaube ich, so typisch amerikanisch ist. Also für mich ist es halt so typisch amerikanisch, für euch nicht, vielleicht für euch nicht unbedingt. Aber
Ich finde es einfach nur mega cool, deswegen möchte ich das unbedingt nachmachen. Also, ich brauche erstmal einen Kamin, damit es schön ist. Das ist doch typisch, ne? Das muss man einfach nur haben. Muss ich erstmal finden. Tada! Ich habe meinen wunderschönen Kamin. Ich mache es schön weihnachtlich, indem ich einfach nur die Söckchen da reinpacke. Also Nikolaus, die Stiefel von Nikolaus. Und natürlich können wir auch einen Kamin anmachen, weil ich meine, das wird noch richtig toller sein. Wir brauchen viele Wandregale. Aber wir nehmen tatsächlich die eine Wand, also eine Wandregalrichtung. Und zwar ist es diese Richtung, das mit dem Haus quasi. Ich bräuchte viele davon. Boah, das sind richtig viele Regale. Aber wir kriegen auch einfach nur viele Geschenke. Unsere Toka-Figuren kriegen Geschenke. Was aber auch ganz schön ist. Ich meine, wenn unsere Toka-Figuren Geschenke kriegen, dann kriegen wir die auch. Was ich noch auf jeden Fall brauche, ist ein Einpacktisch. Aber dafür benutze ich tatsächlich einen anderen Tisch, nicht den ich immer benutze, den am schnellsten geht. Ich benutze den Weihnachtstisch. Wow. Wir können alles Mögliche eigentlich da rein tun. Also ihr könnt ja wirklich halt irgendwelche Geschenke rein tun. Ich pack gefüllt alles da rein, weil ich brauche halt, sagen wir mal so, verschiedene Sachen. Ich brauche verschiedene Geschenke, die jetzt nicht unbedingt ganz gut sind. Diese Geschenke sind wirklich nicht toll. Das sind so Halloween-Geschenke, die ich gerade jetzt hier überall reinpacke, aber ist aber auch egal. Okay, warte mal, ich muss mal einfach überhaupt nachzählen, ob es nicht zu viele sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Ich habe irgendwie eins zu viel. Ich werde das gleich nochmal nachzählen, warum ich noch ein zu viel habe. Aber was auf jeden Fall ich noch brauche, sind Zahlen. Sind so wunderschöne kleine Zahlen, die wir auch hier haben. Und ich bin richtig hyped. Ich brauche viele davon. So, jetzt schmeiße ich meine ganzen wunderschönen Sachen hier weg, die ich nicht brauche. Ich packe die alle in einen Container. Damit ich die dann alle zusammen wegschmeißen kann. Tada! Also, noch ein Teppich. Wir machen es schön. Wir machen es festive. Wir machen es schön weihnachtlich. Ich mache noch mehr Teppiche. Leute, ich mache das jetzt. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist tatsächlich wieder diese wunderschöne Stern, die ich mal vorgestellt habe. Muss ich jetzt mal finden. Da! Okay. Meine wunderschönen Weihnachtssterne, die überhaupt nicht Weihnachtssterne sind, tatsächlich. Es ist von einer ganz anderen Sache. Aber das ist jetzt mein Adventskalender. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese ganze Einrichtung. Das sieht richtig, richtig schön aus. Natürlich könnt ihr jetzt nicht nur wie ich quasi irgendwelche Geschenke dahin packen, sondern auch wirklich richtige Geschenke, die ihr dann wirklich jeden Tag für sich selbst immer auspacken könnt. Oder vielleicht für ihre Freundinnen oder Freundinnen oder allgemein Freunde könnt ihr alles Mögliche damit machen. Ich finde diese ganze Einrichtung richtig, richtig super. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr auf jeden Fall am besten fandet von heutigem Video. Und sonst, Leute, ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke nicht vergessen. Und ich wünsche euch noch einen schönen dritten Advent. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!